Nennen Sie beispielhaft einige wichtige Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes. Des Arbeitszeitgesetzes. Nun, wichtige Bestimmung des Arbeitszeitgesetzes ist einmal tägliche Arbeitszeit 8 Stunden. Das ist die Grundregel und vielleicht die wichtigste Bestimmung, damit wir hier eine Hausnummer haben, an der wir uns orientieren können. Aber in Ausnahmefällen kann die tägliche Arbeitszeit 10 Stunden betragen. Dann muss dann ein Ausgleich geschaffen werden, sodass das innerhalb von 6 Monaten im Durchschnitt auf 8 Stunden kommt. Ja, also wenn man mal 10 Stunden arbeiten lässt, dann kann man am nächsten Tag 6 Stunden arbeiten lassen, dann hat man den Ausgleich schon wieder hergestellt. Muss man aber nicht, kann man innerhalb von 6 Monaten machen. Und dann Ruhepausen. Ja, Ruhepausen müssen gewährt werden, auch während dieser 8 Stunden. Das sind schon die wesentlichen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.